Kurz nachdem der Neffe von Ebenezer Scrooge gegangen war, kam eine gut gekleidete Person zur Tür hinein. Hallo, verehrter Herr. Könnte ich mit Mr. Scrooge oder Mr. Marley sprechen? Mit Mr. Marley? Der ist heute auf den Tag genau 7 Jahre. Das ist natürlich bedauerlich. Ich denke, dann werden Sie den Grund, weshalb ich hier bin, noch besser verstehen. Ich sammle zu dieser kalten Jahreszeit Spenden für die armen Menschen unserer Stadt. Gibt es denn keine Gefängnisse oder Armenhäuser mehr? Doch, die existieren noch. Wunderbar. Ich fürchtete schon, dass sie abgeschafft wurden. Wie viel möchten Sie denn spenden? Nichts. Sie wünschen anonym zu spenden? Ich wünsche, dass man mich zufrieden lässt. Ich bezahle durch Steuern schon genug für die armen Menschen, wie sie nennen. Sollen sie doch in die Armenhäuser gehen. Viele können aber dort nicht hingehen oder würden lieber sterben. Wenn sie lieber sterben würden, sollten sie es mal langsam tun. Es gibt ohnehin zu viele Menschen in diesem Land. Guten Tag. Mit diesen Worten wandte sich Scrooge wieder seiner Arbeit zu und beachtete den Mann nicht mehr.